bla 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 bla. So. Kann ich auch. Bla 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 bla. Bla 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 bla. So, darf ich jetzt die Bombe starten, ja? Ja. Wobei ich starte ja meist nicht, sondern einer macht erst noch eine Begrüßung. Ja. Am besten der Konsti, weil der hat gar nichts damit zu tun. Nein. Hallo und herzlich willkommen zu Keep Talking and Nobody Explodes. Wir machen jetzt hier die First Bomb, ja. Die Controls Tutorial und Game Over View and Rolls erspare ich euch mal. Und ja, ich habe meine zwei wundervollen Bomb Manual Readers dabei, ja. Den Konsti. Hallo. Bin ich. Und der David ist auch dabei. Hallo. Du sagst da Hallo, wenn ich vorgestellt werde. Hallo. Okay. Wir haben drei Module, wofür wir 5 Minuten Zeit haben und wir fangen vielleicht mal mit den normalen Wires an. Okay, okay, geht schon los. Ich bin bereit. Also wir haben schon 10 Minuten. Ich muss gleich vorwegnehmen, Konsti, es kann sein, dass du kurz überbrücken musst, wenn meine Mutter reinkommt. Dann muss ich bin voll bereit, ich bin immer noch bereit. Ich bin bereit. Ich bin Hallo, Normal Wires. Ja! Was? Es geht schon los? Normal Wires, du siehst ja, mal eine halbe Minute schon. Was ist denn? Ja, das sind 6 Wires. 6 Stück. Ja, gut. 6 Stück. Das wäre aber gut zu wissen. Keine gelben? Ein gelbes. Gibt es eine Seite, wo ich nachschauen kann? Ja, F5. David, du könntest schon mal Knopf gucken. Knopf. Mehr als ein weißes? Nur ein weißes. Warte kurz. Ja, okay. Ist das rot? 2 Stück. Simon Says oder was? Nee, einfach nur ein Knopf, wo Detonate draufsteht. Das vierte? Diese Art von Button. Das vierte ist weiß. Soll ich cutten? Ja. Ist richtig. Oh. Okay. David, der Button ist rot und es steht Detonate drauf. Ich hab die Seite noch nicht gefunden für den Button. Okay, Konsti, ich hab... Ich hab's. So, was mach ich? Du kannst schon mal nach Symbolen gucken, also es sind so vier Buttons. Ich habe Button. Erstmal David, rot. Steht Detonate drauf. Rot Detonate. Ja, gib mir. Der muss ich lesen. Ein C mit Punkt. Ja. So ein P, was nach links geht und ausgefüllt ist. Ja, das Absatzzeichen. Genau. Ein Smiley, der die Zunge raussteckt. Ja. Und ein ausgefüllter Stern. Okay, Smiley, C, ja. Absatz, Stern. Alles klar. So, jetzt fehlt noch der Button. Ja, welcher rot detoniert? Ja. Ich finde nur rot und hold. Da ist was mit detoniert. Ist mehr als eine Batterie? Eine ist da. Ne, ist nur eine da. Releasing a Health Button. Okay, halt den mal. Okay. Welche Farbe hat der Strich? Blau? Jo. 4 in any position am Timer. Ah, ist gerade vorbei. Gut, dann warte ich noch 10 Sekunden. Naja. Und sehr schön. 2,5 Minuten noch. Wenn keins von den 6 stimmt, kommt man an das 7. Ja, ja. Muss dann gedrückt halten, egal was draufsteht. Und dann zählt die da unten, ja. Genau. Okay. Aber das zweite ist mit Detonate und die Farbe ist dort wurscht. Da geht's um die Batterien, also muss schon schauen. Ja. Gut. Dann haben wir die erste schon mal fertig und dann gehen wir direkt weiter zum nächsten. Habe ich denn der Mutter überbrückt? Something old, something new. Alles klar. Was? Wir haben 5 Minuten für 3 Modules. Gut. Das hatten wir gerade schon. War ziemlich easy. Wahrscheinlich sind jetzt neue Module da. Die erste Bombe war easy, ja. Was ein Wunder. Gut. Was hast du gesagt? Hab gar nichts gesagt. Wieder normale Wires. 6 Stück. Ja, okay. David? Ja? Okay, du kannst schon mal nach dem Labyrinth gucken. 2 gelbe. Okay. Ich hab das Labyrinth. Sehr gut. Dachte gleich. Rot? 2 Stück. Und 2 schwarze noch. Also von rot, gelb und schwarz jeweils 2. Das vierte, okay, ist richtig. So, das Labyrinth. Der eine Kreis ist in der obersten Reihe das vorletzte. Von links nach rechts jetzt? Genau. Okay.
Und der zweite Kreis ist in der vorletzten Reihe das dritte. Von links. Okay, ja, ich hab's gesagt. Ich hab's gesehen. Und der Start ist auf dem, also im zweiten Kreis. Und das Ende ist in der untersten Reihe das vorletzte. Mach nicht dabei. Okay, das heißt. Du kannst schon mal wieder nach den Zeichen gucken. Okay, nach oben. Okay. Ja. Nach rechts? Ja. Nach oben? Ja. Nach oben? Ja. Nach rechts? Ja. Die Kreise kann man berühren, oder? Ja. Kann man berühren, muss man aber nicht. Nach oben? Ja. Nach rechts? Ja. Nach unten? Ja. Nach unten? Ja. Nach links? Mhm. Nach unten? Ja. Nach unten. Es fehlt noch eins. Ich bin eins drüber jetzt. Okay. Du bist eins drüber. Das Ziel ist in der untersten Reihe das vorletzte. Okay, dann nach rechts. Ja. Nach unten. Ja. Und dann nach links. Alles klar. Gut. Symbol. Ein C, was nach links geöffnet ist und einen Punkt in der Mitte hat. Ja. Ein H mit einem Kringel drunter. Warte. Nur so drunter? In Schreibschrift geschrieben. Fängt auch mit einem Kringel an. Ist in Schreibschrift geschrieben. Könnte auch ein J und ein G in Schreibschrift sein. Ja. Okay. Dann so eine komische Pyramide, was auch ein A sein könnte mit einem Strich drunter. Ein Lambda, ja? Nein, das ist kein Lambda. Ein A. Mach weiter. Nein, Lambda sieht anders aus. A mit T. Ist ja scheißegal. Genau. A mit T. Und das andere ist so ein... Ach du Kack, wie beschreibe ich das denn? Da ist ein kleines Dreieck oben rechts, da drunter ist ein umgekehrtes... Ein Tintenfisch mit einem... Ja, genau, Stock. Tintenfisch, Schmidtstock. Okay. Das, was du glaubst, dass kein Lambda ist... Ja. Der Tintenfisch, das H, das C. Alles klar, fertig. Das war mit Lambda. Sind wir fertig, oder was? Jo, mit der Bombe. Okay, google mal bitte Lambda und dann sag mir, dass es nicht so aussieht. Das schaut nämlich genau so aus, nur hat es den Strich noch nicht oben. Das sieht absolut nicht so aus. Wovon redet? Ach, von dem linke. Das ist halt kein A. Mit also, T. War es das A mit dem T drinnen? Ja. Ach so. Das da drüber. Ich war beim anderen, dass wir ein A ausschaut. Das hat den Mittelstrich nicht, aber schaut halt wie ein Lambda. Dann haben wir aber Glück gehabt, dass es trotzdem bestimmt hat. Nein, es wäre trotzdem das erste gewesen. Ich weiß schon, was ich tue. Nee. Die anderen drei sind. Ja, es ging ja eins von denen und die anderen drei waren die letzten. Also. Naja. War das easy. So, double your money heißt die nächste Bombe. Alter, ja, welches Money? Ich hab kein Money versprochen. Wenn man kein Money hat und das dann doubled, hat man immer noch kein Money. Also bringt nicht viel. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob du nicht was kriegst und uns nichts gibt. Okay, Themawechsel. The task is clear, but the timer doesn't care about your workload. Alles klar, 5 Minuten für 6 Module. Ach so, scheiße. Komm, ja. Ich bin bereit. Ja. Ja, this screen is for your eyes only. Ach so? Ja. Okay. So, normal wires, ich habe, Moment, es wird hell, 3 wires, 2 blau, 1 gelb. David, ich habe Symbole. Symbole. Keine roten? Nee. Zweiter. Okay, passt. Konsti, nochmal normal wires, 6 Stück, 3 schwarz, 2 weiß, 1 blau. David, hast du die Zeichen? Ja. Stern nicht ausgefüllt. Ach du Scheiße. Weißt du, wie es funktioniert? Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Nicht ausgefüllter Stern. Ja? Dann so eine nicht vollendete 3, wo jemand einen Schlaganfall bekommen hat. Ja. das Copyright C. Copyright-Symbol, ja. Und ein X mit einem I drin. Also ein Symbol. Copyright XI, 3 Sterne. Ich brauch die letzte Digit Serial Number Ding, ob die Odd ist. Odd heißt. Ungerade. Ungerade, ne? Die ist eine 8, also gerade. Fuck. Geld hast du gar nichts, gell? Nee. David, ich hab zwei. Schau nochmal nach den Buttons. Blau und Detonate. Was? Wie viele rote? Keine.
Drei schwarz, zwei weiß, ein blau. Ja, stopp. Das letzte. Richtig. Gut. Also ihr könnt mal gucken, ich habe zum einen blauen Button mit Detonate und einen weißen Button mit Detonate. Okay. In der Zeit können wir nochmal Konsti die Zeichen machen. Ja, okay. Das AT, was wir eben schon mal hatten, also nicht die Lambda, sondern das AT. Ja, ja. Dann ein O mit einem Strich unten drunter. Ja. Der Tintenfisch mit Stock. Ja. Und eine Lambda mit Strich oben am Teil. Okay. O. Ja. O mit Strich, AT. Ja. Lambda, Tintenfisch. Gut. So, jetzt die zwei Buttons. Ja, also durch. Wie viele Batterien? Zwei, drei Stück. Okay, also da steht Detonate und mehr als einer dann sofort drücken und wieder loslassen. Blau oder gelb? Weiß. Blau. Okay, also einmal nur antippen, ja? Ja, oder? Warte, stopp. Warte, wenn er gelb ist... Nee, blau und Detonate. Also in der Order, der listet. Perform the first action. Ja, bei Detonate ist es mehr als eine Batterie? Ja, drei. Ja dann kurz drücken. Und wieder los. Bad. Egal welche Farbe. Richtig. Jetzt nochmal weiß mit Detonate. Auch gleiche. Alles klar, das war easy. Wir haben genauso lange gebraucht wie für die erste Bombe. Ja. Vielleicht weißt du, wo wir angefangen haben. Man muss immer das erste, das zählt, nehmen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 7,5 Minuten. Ja. Müssten wir sein. Ja, das ist zu easy. Wenn man weiß, wie es geht. Ja, du weißt ja noch nicht, was noch so alles kommt, Konsti. Ich kenne die meisten Module schon. Ah ja. One step up. Ah ja. Schwierig ist hier zu finden. Okay, 5 Minuten für 4 Module. Das okay. Kann man ja hinkriegen. Ich habe mal im Workshop geguckt, da gibt es auch noch ein paar coole Sachen. Aber damit fangen wir erstmal noch nicht an, würde ich sagen. Ja, jetzt machen wir. Ja, okay. So, zweimal Symbole habe ich und David, ja, du kannst dir schon mal angucken, wie das mit diesem Screen geht, wo eine Zahl draufsteht und da sind 4 weitere Zahlen drunter. Also Button-Zahlen. Du willst das tauschen, David, ist auch richtig. Ja, lass uns mal tauschen. Ja, das ist bei Seite 9. So, eine Zahl und 9. 4 andere, gell? Eine Zahl und 4 andere, genau. Nicht bei 9. Ja, ich bin 9. Bereit. Nein, ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit. Ja, machen wir erstmal die Symbole, bitte. Ja, okay. Ja, okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Also ein kleines AE ineinander verschlungen. Ja. Du musst ja sagen, wenn du es hast. Ja, ich hab's aber noch nicht. In Druckbuchstaben klein geschrieben, A und E. In einem zusammen. Also das A ist. Die gibt's ja. Ah, ja, ich hab's. Ich weiß. Ich sag's. Dann ein E, was nach links geöffnet ist und 2 Punkte drüber hat. Allerdings ist das so ein... Ne, das ist eher ein C mit einem Strich drin. Also so rund. Ja, aber in falschen Richtung oder in der C, also in die falsche Richtung. Ja, genau. Kronleuchter. Ja, so ein jüdisches. Ja, so ein I, wo so ein U drin ist. So ein Kronleuchter. Ja, okay, ja. Und ein N mit Kopfhörer drüber. Okay, also zuerst dieses komische E, nicht dieses E, sondern dieses falsch. C mit den Punkten. Okay. Das AE. Ja. Das, den Kronleuchter und dann das H. Gut. Und dann habe ich ein kleines B mit einem T drin. Kleines B? Mit T drin. Mit T drin. Ich glaube nicht. Egal, erstmal die anderen. Verkehrt rum ist Fragezeichen. Ja? Eine 6 mit geradem Strich oben. Ja. Und dieses P mit was ausgefüllt ist. Okay. Die 6. Ja. Das falsch rumme P. Ja. Das TB. Okay. Gut, dann kannst du nach dem Labyrinth gucken. Der erste Kreis ist in der ersten Reihe an der 4. Stelle. Ja, okay, mach mich dabei. Ja, mach. Ich bin bereit, welche Zahl? Eine 2. 2. Second Position. Eine 3. Musst du dir merken, ne? Ja, ich schreib's mir auf. Gut. 3. Den Button in der First Position.
Eine 1. Okay. Eine 4. Da, wo 4 draufsteht. Erste Stelle 4. Okay. Jetzt kommt eine 2. First Position? 3. Ja. Und eine 4. Dem Label, dass wir ein 3 gedrückt haben. Das ist eine. Warte, Label ist, was drin steht. Das ist eine 4. Die Zahl. Okay. Ja. Gut, fertig. So, hier, Labyrinth. Erster Kreis ist vier, erste Zeile, vierte Position. Und der zweite ist. Ja, wir haben nur noch eine Minute, schnell! Ja, ja. Vierte Zeile und dritter Punkt ist der Kreis. Hast du? Vierte Zeile, dritter Punkt. Zeile ist nach unten? Ja. Ja. Habe ich. Der Start ist direkt links neben dem zweiten Kreis. Und der Ziel, ja. Das Ziel rechts unten, also schräg rechts unter dem anderen Kreis. Also oben? Ja. Okay, rauf? Ja. Na, falsch! Scheiße. Schon? Ja, ich bin jetzt über dem ersten Kreis. 7, 6, 5. Okay, dann habe ich das dann falsch. Ich bin jetzt einfach nochmal nach oben gegangen, in der Hoffnung, dass ich noch hinzubekomme. Und explodiert. Sieht es aus? Ja, war knapp, du. Vierte Zeile, warte. Warte, jetzt möchte ich. Wir haben eh schon verloren, ja? Ja. Vierte okay, Zeile. Vierte Zeile ist nach unten, ja? Zeile ist. Also die erste Zeile, zweite Zeile, also von ja, oben okay, nach ja, unten. Ja, es ist vertikal. Ja. Nein, horizontal. Nein, horizontal. Ja, okay. Und dann ja. Der dritte. In der ersten Zeile das drittletzte? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das nein, das viertletzte. Das vierte? Ja, okay. Und wo warst du? Ich war im unteren Kreis, direkt links daneben. Da hättest du raufgehen müssen. Können. Ja, ich bin auch einmal, oder? Einmal ja, rauf? Einmal rauf. Und dann hast du nochmal ja. Rauf gesagt. Nein. Doch. Oder nein. Du hast einfach nur nochmal rauf wiederholt und ich habe das dann verstanden, als hättest du nochmal rauf gesagt. Das kann sein, aber du hast nur einmal rauf müssen. Okay. dann rechts, dann habe ich rechts gesagt. Ja, nachdem du einmal rauf gesagt hast, dann bin ich auch rechts gegangen. Ich hab eh das richtig. Oh. Aber dann war die Zeit aus. Ja, ist okay. Gut. Du darfst keine Strikes machen, weil geht die Zeit schneller. Ja, jetzt nein. Ist in dem Moment auch meine Mutter reingekommen. Timing on point. Na gut. Gut. Oh, jetzt haben wir andere Teile. Blauer Button mit Hold. Hä, hey, das ist doch nicht dieselbe Bombe. Ich habe jetzt nur 4 Teile. Die ändern sich ja. Ein bisschen, das sind nur vielleicht keine Module. Hatten wir echt nur 4? Egal. Blauer Button mit Hold. Ja, 4. Ja. Blauer Button Hold. Und konntest die 3 Wires? Ja. Gelb, Rot, Blau. Gelb, Rot, Blau? Jo. Letzte. Alles klar. David, hast du schon? Button ist bloß, ist ein Board. Stimmt. Gib mir. Die Simon Says. Ja? Gelb. Wieso gibt's so zwei? Die Serial Number hat einen Vokal? Ein E, ja. Okay. Was? Gelb? Jo. Wir haben noch keinen Strike. Nee. Musst du grün drücken. Jo. Gelb, gelb. Grün, grün. Grün, grün. Okay, du müsstest ihn halten und dann, wenn er blau ist. Nein, halt mal den Button. Gedrückt. Was gelb, 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 grün? Gelb, grün. Ich halt mal den gedrückt. Weiß. Grün, grün, gelb. Weiß. Wenn eine 1 auf dem Timer ist. Okay. Alles klar. Was war das jetzt? Gelb, grün, gelb, grün? Grün, gelb. Okay. Ah, fertig. So, jetzt nochmal dasselbe wie eben mit der 3 oben und die sind ja. 4 Zahlen runter. Ja, bin bereit. 3. Dritte Position. 3. Okay. 2. Da? Jo. Same Position wie in Stage 1, also die dritte Position. Jo. Ist eine 2. Okay. 2. Wieder? Jo. Selber
Label wie in Stage 1, das war die 3. Schon wieder derselbe Button, Alter, was ist denn das? Er war eine 3 drauf. Dritte Position 3. Ja, die, du hast die 3 drücken sollen, nicht die dritte Position. Ist egal, 4. Ja, es war aber dritte Position auf der 3. Ja, okay. 4. Selbe Position wie in Stage 2, das ist die dritte Position. Ich habe bisher noch nicht den Button geändert. Er ist eine 3 drauf. 4. Ja, und das letzte? Jo, 4. 4? Ja. Selbe Label wie in Stage 3, das war eine 3. Alles klar, diesmal ist das mal ein anderer Button, nicht der erste. So, wir sind fertig. Wir haben noch 2 Minuten 19. Ich musste jetzt viermal den dritten Button drücken und dann beim letzten Mal den linken. Wir haben es schon. Jo. Ja. Oh. Es ist wirklich, ich habe da stehen, ja, ich habe eine Spalte für die Nummer und für die Position. Und bei der Nummer steht jetzt 3233. Und bei der Position steht 3333. Ich mache immer die gleiche Nummer. Gut, pick up the pace. Ach, noch mal. Wie lange haben wir denn schon? 21 Minuten. Oh, das ist vielleicht ein schönes Ende. Ja. Das machst du halt einen Hardcut, ne? Nee. Ich sag jetzt Tschüss. Ich will keine Hardcuts, außer bei dir. Tschüss. Ciao. Jo, tschüss. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir diese Bombe hier schaffen. Oh, warte.